Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 1200. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Heute gehen wir mal wieder alles durch, was wir die letzten 100 Tage hier im Let's Play gemacht haben. Es ist tatsächlich diesmal relativ überschaubar, weil wir halt wirklich fast nur an der Stadt gearbeitet haben. Aber ich hole euch erstmal so ein bisschen ab. Ne, wir starten ja natürlich immer hier auf unserem Stein, wo wir immer starten. Könnt euch die anderen 100 Tage angucken, wir starten immer hier, weil wir damals auch das Let's Play hier gestartet haben. So, wir haben natürlich sehr, sehr viel bei diesem Bereich, den wir diese Saison, sage ich mal, diese letzten 100 Tage so wirklich gar nicht bearbeitet haben. Nämlich all das hier. Und auch all das hier. Und auch das hier. Und eigentlich sind die kompletten 100 Tage nur hier hinten gewesen. Oder haben nur da stattgefunden. Deswegen laufen wir da jetzt auch mal hin und dann kann ich euch da in Ruhe im Detail zeigen, was passiert. Ich habe gerade extra, wie immer, nochmal kurz in die letzte 100-Tage-Folge geguckt, also 1100. Und da waren gerade die Cherry Blossom Trees neu und davon haben wir natürlich auch nochmal einige die letzten 3 Monate oder noch ein bisschen mehr verbaut. Wir müssen auf jeden Fall immer noch mehr machen, weil ihr seht schon, hier ist vor allem noch normal grün. Und hier kommen wir auch schon zum ersten, was wir gebaut haben. Und zwar ist das hier so ein bisschen versteckt. Ich muss auch dafür einmal die andere Pickaxe holen. Und zwar haben wir hier drunter eine wunderschöne Bienen-Honig-Farm. Man sieht es jetzt nicht so, aber hier sind die ganzen Bienen. Und die sind echt fleißig. Also die Kiste ist eigentlich immer, ich muss die mal anbauen. Scheiße, ich muss die mal anbauen, das ist ja alles voll. Okay, ja gut, da haben wir ein Projekt für die nächsten 100 Tage. Aber ja, da ist auf jeden Fall unsere Bienenfarm. Ihr seht schon, die Stadt ist ein wenig weiter gewachsen, auch wenn hier der rechte Teil eigentlich so gut wie gar nicht weitergegangen ist in der letzten Zeit, weil er einfach schon fast fertig war. Was allerdings neu ist, ist, dass auch hier die Häuser so in den Outskirts von der Stadt endlich zumindest mal entweder ein Dach haben oder noch ein Stockwerk obendrauf, genauso wie hier vorne. Und auch die beiden Häuser da hinten noch. Hier diese Treppe hatten wir zum Beispiel vor 100 Tagen schon, das wusste ich auch gar nicht mehr. Das hier finde ich aber an sich auch noch ganz cool, weil man hier noch hoch kann und dann hier so einen kleinen Balkon hat und man sogar aufs Wasser gucken kann und hier auf den kleinen Kanal und auch sogar ins Grüne. Also finde ich tatsächlich ganz nice, dafür, dass man halt hier auch direkt in der Stadt wohnt. Und auch hier bei den Häusern haben wir dann noch so ein bisschen, wir haben schon so ein bisschen mit Deko angefangen, könnte man eigentlich sagen. So, hier das Haus finde ich auch noch ganz cool. Kommt man hier auch schön hoch. Dann hat man hier nicht wirklich einen Blick, aber man hat hier zumindest diesen Balkon. Finde ich auch ganz nice. Und ja, wir haben halt diese Blumen, Kübelkästen, wie auch immer, hier und da mal platziert. Ich glaube, die waren eventuell schon da, aber ich bin mir auch nicht sicher. Und Hanging Signs. Das ist halt die letzten 100 Tage wirklich oft noch passiert. Hier ist natürlich auch schon viel gewesen und ich bin mir auch nicht 100% sicher, wo der Unterschied jetzt zwischen den 100 Tagen war, was wir schon hatten, was wir noch nicht hatten. Aber ja, wenn man hier einfach durchgeht, man sieht Details, Details, Details. Und gerade hier so der rechte Teil der Stadt, der war halt auch, wie gesagt, schon ziemlich fertig. Ich weiß nicht, ob er komplett fertig war. Ich würde sagen, nein. So hier vorne zum Beispiel das. Wäre ich mir jetzt unsicher, dass wir das hier schon hatten. Aber ansonsten, der Großteil ist eigentlich fertig. Das ist auch mittlerweile nicht mehr der einzige Park, den wir hier in der Stadt haben. Wir haben nämlich auf der anderen Seite der Stadt, die wir endlich angefangen haben, auch nochmal einen kleinen Park. Beziehungsweise hier die Seite hat natürlich zwei, weil hier ist eh noch ein Stadtpark. Und da muss auch eigentlich noch der eine oder andere pinke Baum rein, fällt mir gerade mal so auf. Aber kommt Zeit, kommt Gelegenheit. So. Wir gehen dann, würde ich auch mal sagen, rüber in den Ostteil der Stadt. Vielleicht machen wir das aber hier unten, weil hier ist noch so ein Bereich, wo sich wirklich gar nichts getan hat. Wir haben hier versucht, ein Schiff zu bauen von The Creator, auch wenn ich gerade mir nicht sicher bin. Wann kam die? Nee, das war sogar davor schon. Okay. Ja, aber aus den Schiffen ist auf jeden Fall immer noch nichts geworden. Ihr seht aber schon, ne, so hier den Teil, den kannte man. Und der komplette Teil ist jetzt neu. Und der komplette Teil, finde ich, ist auch ziemlich geil geworden. Ich weiß nicht, welcher Teil mir besser gefällt. Ich weiß nur, dass ich das hier halt insgesamt ziemlich nice finde. Das Haus noch so ein bisschen, da könnte man noch mehr rausholen. Aber hier so der restliche Teil, der ist schon ziemlich nice. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt auch mal hoch. Ich bezweifle, dass ich hier rum hochkomme. Deswegen lasst uns das nicht machen. Wir gehen einfach
ganz normal hier hoch. Hier haben wir natürlich auch die Hanging Saints. Was wir aber auf jeden Fall neu haben, und dafür gehe ich noch mal kurz hier in den Freecam-Modus, ist hier diese tolle Dachterrasse mit dem Japan-Garten. Denn wir haben nicht nur die zwei großen Cherry-Trees, sondern auch noch so ein bisschen, wir haben auch noch hier so ein bisschen Wasserläufe, so ein bisschen ausgeleuchtet, geschmückt, wie auch immer. Hier kommt man dann über die Häuserschlucht auch noch drüber. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch diesen kleinen japanischen Tempel, der hier unter dem Baum, so halb in dem Baum drin ist. Den finde ich auch ziemlich cool. Der steht auch halb im Wasser. Da war ich inspiriert von einem kleinen Lego-Set, was ich selber habe. Die Metro Monorail ist natürlich immer noch nicht weitergebaut und hier wird auch komplett eingestellt. Da kommen wir aber auch in den nächsten 100 Tagen noch zu. Aber hier dieses Rooftop finde ich ziemlich nice, weil es einfach nochmal so ein bisschen mehr Substanz hat als zum Beispiel das hier oder das hier. Aber ja, die pinken Bäume sind auf jeden Fall vertreten auf den Dächern, sage ich mal. Und von den Dächern geht es jetzt auch wieder runter, denn das nächste sieht man am besten von hier unten. Und zwar haben wir nicht nur hier diesen kompletten Batzen an Häusern, sondern wir haben auch die Möglichkeit, da überall hochzukommen. Weil das ist ja auch die Vision von der Stadt gewesen, dass man halt nicht nur wie bei einer normalen, realistischen Stadt, die wir halt heutzutage haben, nur alles hier über die Straße, über auf dem Straßenlevel macht. Also ein Knopf. Sondern man halt auch noch höher gehen kann und da auch ganz normal von A nach B kommt, ganz normal in Läden gehen kann, auch zu Wohnungen gelangt und so weiter. Und hier haben wir halt verschiedenste Möglichkeiten, nach oben zu kommen. 4 Stück an der Zahl. 1, 2, 3 und da hinten ist noch die 4. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier hoch, weil das hier ist halt auch alles neu und ich finde, das sieht schon ziemlich nice aus. Wir sind hier bei weitem noch nicht fertig. Dekoriert wird hier eh noch zur Genüge. Das hier ist tatsächlich gestern erst entstanden, dieser Balkon. Aber ja, finde ich tatsächlich alles ziemlich nice, auch wie man hier noch in die kleinen Wohnungen reinkommt. Möglichst platzsparend, möglichst dystopisch natürlich auch. Hier unten haben wir einen kleinen Nudelstand, das sind Renates Rahmen. Das sieht man leider nicht mehr so wirklich, da steht's. Das Schild muss noch umgehangen werden, aber gut. Hier kommen wir auch nochmal hoch. Dann haben wir hier eine kleine Wohnung, die eine sehr coole Terrasse hat. Weil nicht nur hast du hier den Garten, den du direkt hast, du kannst in die Stadt gucken, du kannst aber auch mega geil aufs Wasser gucken. Und, ich weiß noch nicht, wie man da hinkommt, aber man hat sogar noch eine Terrasse, wo man auch noch da die komplette Bucht und den Sonnenaufgang sehen kann. Also auch sehr, sehr nice. Wenn wir dann hier wieder runtergehen, würde ich sagen, gehen wir hier erstmal weiter nach oben. Weil das hier, kennt ihr, das war auch in den letzten 100 Tagen schon, aber mittlerweile kommt man hier halt auf verschiedenste Arten und Weisen hier hoch. Hier wird dann zum Beispiel, denke ich mal, auch irgendwie noch ein Laden entstehen oder so, der jetzt hier auch nochmal so einen Balkon hat. Vielleicht dadurch wird auch eher hier ein Laden entstehen, man weiß es nicht. Aber diese ganzen Aufgänge waren halt nötig, damit man nach oben kommt. Und nicht nur haben wir jetzt hier endlich diese Etage fertig, indem wir hier eine Wohnung rausgemacht haben, komplett mit Fenstern und allem. Wir haben außerdem hier vorne eine Wohnung, die ziemlich groß ist und auch eigentlich einen ziemlich guten Blick hat, ne, rundum. Und wir haben auch noch hier vorne einmal eine Wohnung, die ist relativ klein, aber die hat bis jetzt auch noch einen ziemlich nicen Blick. Bis da unten eventuell gebaut wird, dann nicht mehr so toll, aber das ist ja Zukunftsgeplänkel. Und hier hinten ein bisschen versteckt haben wir noch die letzte Wohnung. Ist so ein bisschen dunkel, hier müsste ich eventuell mal ausleuchten, fällt mir auf. Auch einen guten Blick, bis da gebaut wird, aber auch nach hier ein bisschen. Ne, du kannst den Japan-Garten sehen, ist jetzt nichts Besonderes, aber es geht. So, dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit, hier runter zu gehen. Deswegen ist es hier so ein bisschen abgetrennt. Und das hier könnte eine Art Café werden. Es könnte aber auch einfach nur eine Wohnung werden, da bin ich mir einfach noch nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ich weiß nur, so auf jeden Fall wird es nicht bleiben. Aber die Idee, dass man hier halt noch mittendrin noch so eine Treppe nach unten hat, finde ich halt cool, weil hier, man nutzt hier so viel von diesem Platz und es ist ja an sich nicht viel Platz, das finde ich echt cool. Hier hast du dann noch eine Wohnung, die ist aber auch alt, die kennt ihr glaube ich schon. Und dann geht es nach oben und oben ist dann wieder komplett neu, weil wir endlich hier das komplette Rooftop gemacht haben. Da gehen wir jetzt auch mal in Ruhe durch. Wir haben einen kleinen Grünstreifen direkt, wenn man hochkommt, mit dem Baum natürlich ausgeleuchtet. Wir haben eine sehr coole Umrandung, wie ich finde, aus Anvils und Deep Slate Dingern mit Lanterns. Hier soll so eine Anlegestelle werden, die ist auch noch ganz neu, die ist glaube ich auch aus der letzten oder vorletzten Folge, wo dann irgendwie so ein Shuttle ankommt und dann wieder wegfliegen kann und so weiter. Da müssen wir mal gucken, wie wir es genau machen.
ähnlich mit funktionierendem Shuttle, aber so, dass es angedacht ist zum Beispiel und dass wir hier vielleicht auch so ein Shuttle parken. Von hier oben sieht man aber auch das neueste Projekt und zwar bin ich hier einmal komplett runtergegangen eine Etage. Da kommen wir aber gleich auch noch zu. So, ansonsten ist hier sehr viel mit einem natürlichen Dach ausgestattet, weil ich das ziemlich nice finde. Hier soll zum Beispiel noch ein kleines Café entstehen, hat auch sogar schon einen Boden und passend zu Schachbretthausen ist es natürlich auch wieder ein Schachbrettmuster, genauso wie hier. Finde ich auch sehr cool, könnte vielleicht so ein Buchladen werden oder so, das passt von den Farben her, finde ich. Hier ist auch noch ein weiterer Laden, der hat noch keinen Boden so richtig reinbekommen, da gibt es aber natürlich auch noch genug Möglichkeiten. Und auch hier fehlt der Boden auch noch, aber ist auch noch mal viel Platz, sowohl außen als auch drin. Überall mit diesen schönen kleinen Markisen, das finde ich ganz cool. Und dann oben seht ihr natürlich schon sehr, sehr viel Vegetation. Finde ich, ist nicht nur hier sehr nice von der Ambience, sondern sieht halt auch einfach ziemlich nice aus. Und man kommt sogar nach oben. Ist zwar nicht dafür gedacht, dass man hier hochgeht, aber hier oben ist es halt extrem schön. Ne? Hier einfach chillen, da entrinnst du dem kompletten Trubel und dem Lärm der Stadt, weil du einfach hier oben so sein kannst. Du bist komplett in der Oase und von hier siehst du ja auch wirklich kein anderes Haus. Du siehst das Wasser, du siehst das Ufer auf der anderen Seite, du siehst die ganzen Blumen und Bäume. Ich wollte gerade beide Worte in einem sagen, sind dann Bäume geworden. Aber ja, ich finde es ziemlich nice und du kommst über die Bäume tatsächlich hier zum Japangarten und das ist auch witzigerweise die einzige Art und Weise, wie du hier hinkommst. Ist nicht so ganz durchdacht, aber gut. So, dafür kommst du nicht so gut wieder zurück. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal nach unten. So, denn man kommt natürlich auch von hier nochmal nach oben. Hier hast du dann auch nochmal eine Etage, wo du zu den zwei Läden kommst, entweder hier oder natürlich hier. Das ist auch nicht neu. Aber wenn du dann hier unten in der Stadt stehst, hast du Renates Rahmen und du hast Bob's Barrels. Und hier sollen auch noch mehr Läden reinkommen, denn hier ist jetzt ganz viel neuer Platz entstanden. Heißt, sowohl hier drunter, als auch da drunter kommen jeweils nochmal ein Laden oder ein irgendwas. Und dann halt auch nochmal so ein Stand oder irgendwie kommt hier noch irgendwie hin. Müssen wir gucken, wie wir das in die Schräge reinbauen können. Da gibt es mit Sicherheit Wege. Die Tür kommt da natürlich auch noch weg. Das haben wir nur noch nicht geschafft, zeittechnisch. Und ich finde, das öffnet das Ganze hier ziemlich krass. Und es gibt auch so, finde ich, einen coolen Viewing Point, wenn man hier so steht. Wichtig ist natürlich auch noch, dass man hier wieder hochkommt und da auch. Weil von da vorne wird man das nicht können. Das wird dann so eine Art Galerie, sag ich mal. Du kannst dann hier außen rumlaufen. Hier kommt noch ein Haus hin, was dann auch nochmal deutlich nach oben geht. Aber von hier wirst du hier drauf gucken können. Aber du wirst halt nicht dahin kommen können. Dann musst du halt hier einmal um das Haus rum. Hier ist dann nebenbei auch der zweite Park, den wir dann endlich mal haben. Finde ich auch sehr, sehr nice. Vor allem, dass du so für zwei Blöcke hast, wo hier noch Regen reinkommen kann. Alles andere ist dicht, aber auch ziemlich nice. Hier ist dann wieder die Treppe, wie du runtergehen kannst. Hier gibt es dann aber auch nochmal eine Treppe nach oben. Das ist auch nichts Neues. Aber wenn man jetzt hier in dieses neue Haus geht, hat man entweder nochmal ganz viele Hanging Signs. Man hat dieses coole japanische Dach. Ne, das ist ziemlich nice. Und wenn du von diesem Haus oder wenn du in dieses Haus reingehst, kannst du auf der anderen Seite wieder rausgehen. Und dann kommst du hier über so eine Skybridge zu diesem Ding. Und ich finde das ziemlich cool. Ich weiß nur noch nicht genau, was wir hier mitmachen. Eventuell machen wir hier so kleine Stände irgendwie rein. Ich weiß es nicht. Ich finde, es sieht einfach total schön aus und ich wäre hier gerne. Du kannst hier aber nochmal über so eine kleine Brücke gehen. Dann hast du hier oben drauf, auf dem Hausdach, nochmal einen kleinen, ich sag mal, einen Mini-Park. Ist schon fast eher ein Garten. Aber auch sehr idyllisch. Finde ich sehr schön. Du kannst, wenn du die Sonne haben willst, das hier auch noch aufmachen. Kommt hier noch ein bisschen mehr Licht rein. Kannst es natürlich auch wieder zumachen. So, das ist alles entstanden offscreen und dann habe ich es onscreen nochmal nachgebaut, weil ich es doof fand, dass es offscreen war. Und auch hier ganz viel mit den Brücken, damit man natürlich auch zu jedem Haus, zu jeder Wohnung kommt. Und weil ich die Dinger einfach mega cool finde. Es macht gar keinen Sinn, dass man hier langlaufen kann und dass man hier langlaufen kann. Aber es sieht einfach cool aus und deswegen haben wir es gemacht. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Deko. Hier kann man auch wieder langlaufen und hier kommt man dann wieder nach unten. Und auch hier an den Häusern immer mal wieder so ein paar Blumenkästen schon. Wir sind aber auch immer noch nicht ganz fertig. Ihr seht schon, hier fehlen noch ein paar Stockwerke. Hier wird gerade eins gebaut. Das haben wir auch nochmal gemacht. Das haben wir auf der anderen Seite der Stadt ja auch gehabt. Hier wird gerade noch so die letzte Wand hochgezogen. Finde ich, sieht eigentlich auch ganz nice aus. Der Kran ist jetzt nicht der mega coolste, aber trotzdem finde ich ganz witzig. Wir haben hier auch nochmal so ein ganz anderes Dach gebaut. Ich bin leider nicht so wirklich zufrieden damit, aber ich habe auch keinen Bock, es neu zu bauen. Deswegen, ja, schwierig. Und
Hier vorne haben wir so ein ganz kleines Haus, ne, wo du hier auch unter der Treppe nur reingehen kannst. Aber obendrauf, das Rooftop haben wir noch mal ein bisschen genutzt, hier so ein bisschen begrünt. Hier eine schöne Aussichtsplattform und kommst dann hier auch noch in die letzte Wohnung. Und du kommst auch noch nach oben zu der Baustelle. Finde ich es auch praktisch. Und ich dachte gar nicht, dass wir so viel gebaut haben, aber ich bin tatsächlich jetzt schon am Überziehen, weil auch hier ist unten ja so ein Restaurant und dann kannst du nach oben gehen. Hier hast du eine Terrasse und die eine Wohnung. Du hast direkt nebenan aber auch noch die zweite Wohnung, die auch einen ziemlich tollen Ausblick hat. Und du kannst auch noch höher gehen. Dann hast du nicht nur hier noch ein zweites Häuschen, sondern auch noch eine coole Dachterrasse. Die ist auch noch nicht komplett fertig. Hier soll noch so eine Art Hütte oder Grillstand oder so hinkommen. Und das sollte das Ganze eigentlich zusammenfassen, würde ich sagen. Das war das, was wir die letzten 100 Tage gebaut haben. Es ist vor allem hier dieses Riesending gewesen, aber generell der ganze Ostteil der Stadt. Das hat erstaunlich lang gedauert, dafür, dass man es jetzt hier so in einem Blick sehen kann. Und vor allem dafür, dass wir noch nicht fertig geworden sind, wie die zwei Häuser und natürlich hier die Riesenlücke. Aber wenn wir das haben, dann sind wir halt wirklich fast fertig. Und eine Sache, die wir noch geändert haben, ist hier stand mal ein Haus. Das habe ich weggerissen, weil ich das so hässlich fand. Aber ja, das waren die letzten 100 Tage. Es wird natürlich weitere 100 Tage geben. Ich wäre ja nicht 80, wenn ich jetzt hier einfach aufhören würde. Und ich würde sagen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt abonnieren, gerne auch ein Like da lassen und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.